So, wenn ich das richtig sehe, bei den Rebellen hier haben die gar nicht mal so viele normale Streitkräfte, sondern ganz schön viele Kavallerie. Plänkler und halt hier diese komischen Hunde. Und das wollen wir dann mal schauen, was wir dagegen machen können. Das Gute ist, vielleicht mal Moralboost für mich, dass ich mit meiner besten Armee gegen wahrscheinlich eine doch auch relativ gute Armee von ihnen antreten kann. Ja, Nebel. Super nice. Aufstellung starten. Ich nehme das jetzt einfach auf mich immer, dass ich das nicht ändere, die Wetterbedingungen. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. Und dann gucken wir mal, kann ich mir diese Hunde eigentlich angucken? Ja, what the fuck? Ich, Rottweiler oder so ein Zeugs. Aber diese Hundeführer müssen wohl mit in den Nahkampf und die sollen wohl relativ schnell sterben. Das wäre auch ganz gut, wenn das passiert. Kann ich im Nahkampf eigentlich oder im Nebel? Die Krieger wollen Blut! Kann ich auf Brandgeschosse umstellen? Gefecht starten. Legatus, ich habe mit den Weisen beraten und auf die Omen gehört. Ich habe gebetet, aber ich habe auch über diese Schlacht nachgedacht. Wenn wir alle unsere Pflichten erfüllen, werden wir siegen. Das ist alles. Macht euch bereit. Ja, es ist schön, dass er nicht nur gebetet hat, sondern dass er auch nachgedacht hat, der gute Geist Julius. Sonst könnte das doch etwas problematisch werden. Nur beten. Glaube ich mir nicht, dass das funktionieren würde. So, glaube ich, bin ich da nicht. So, die können ja absolut keine Verstärkung haben, sondern es ist wirklich nur das, was wir hier sehen. Hier wird wahrscheinlich nur ein bisschen was hier und ein bisschen was da sein, aber alles nicht sonderlich wild. Und ja gut, Kavallerie haben sie halt irgendwo. Wahrscheinlich nicht zu wenig. Also ich rechne schon mit Verlusten, aber eigentlich rechne ich auch mit einem Sieg von mir, mit einem ziemlich deutlichen. Zumal die moralisch eigentlich nicht so stark sein dürften wie meine Leute. Dadurch, dass Caesar diese Armee hier selber führt. Aber irgendwie sehe ich seine Kavallerie noch nicht, das macht mir schon wieder Sorge. Wahrscheinlich kommt die hier irgendwo gleich aus dem Busch oder so. Anhalten, Männer! So, wir halten erstmal an. Legionärskavallerie! Und rücken etwas vor. Seine Kavallerie kommt hier außen, das ist okay. So, da kommen seine Hunde. Ich hoffe mal, dass meine Legionäre die jetzt hier davon abhalten können, die Plänkler zu fressen. Wo ist denn hier meine Kavallerie? Das sollte hier eigentlich klappen. Wir töten sie alle! Zieht euch zurück kurz, bitte. Ihr könnt angreifen.
So, das hat doch eigentlich schon ganz gut geklappt bisher. Cäsar muss nicht unbedingt vorrücken. Nicht, dass wieder irgendwer geopfert wird, der nicht geopfert werden sollte. Das hatten wir jetzt ja schon öfter. Wo wankt hier irgendwer? So, und Cäsar muss doch noch hier persönlich in den Kampf eingreifen. Aber ein entscheidender Sieg gegen die erste Rebellenarmee. Und mal gucken, ob die jetzt noch flüchten können irgendwie, ob ich da hinterher muss. Oder ob es das war. Gefangene gibt's nicht. Das war es noch nicht. Vielleicht noch. Ja, ich muss kurz durch das Gebiet hier durch. Ja, und das kann ich jetzt automatisieren. Das war schon mal die erste Rebellenarmee. Und es wird relativ zügig gegen die zweite da unten gehen. Irgendwas habe ich verloren. Ich weiß nicht was. Achso, eine Reiterabteilung. Na, ich kann hier in der Provinz unten gerade nichts rekrutieren. Ja, passiert halt. Hier wird es natürlich bitter, wenn der hier nicht zurückkehrt, relativ schnell. Er wird wahrscheinlich hier Tolosa angreifen bzw. belagern. Gucken wir mal, was das so gibt. Wenn die KI sich wieder dumm verhält mit dem Belagern, dann sollte es kein Problem sein. Die Armee bleibt erstmal gerade hier. So, machen wir weiter. Hier oben haben wir noch einiges am Start. In Germanien gab es keinen Aufstand. Das finde ich schon ganz beruhigend. Hier habe ich eben erst Rebellen die Stadt weggenommen und eingeäschert. Machen wir geweihten Boden draus. Und greifen mal seine Armee an. Spielen wir auch aus. Umso besser wird's, denke ich mal. Ja, schade, dass das alles im Wald stattfindet. Sonst könnte ich hier mal sehr, 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 sehr gut meine Ballisten einsetzen. So eine Triboke. Das ist halt leider nicht der Fall. Einmal schick aufstellen, bitte alle. Und ihr ladet bitte Brandpfeile. Und ihr Explosivgeschosse. So. Unsere verehrten Vorfahren schauen uns heute zu. Wir müssen einer stolzen Tradition von Mut, Ehre und Tapferkeit folgen. Doch ich weiß, dass ihr nicht enttäuschen werdet. Unsere Stunde nähert sich. Macht euch bereit! Oh ja, macht euch bereit. Die werden hier schon schwer beschossen von mir. Ich überlege, ob ich da gerade kurz manuell Ziele zuweise, aber ich denke, das sollte eigentlich so klar gehen.
der rechten Seite habe ich nur freie Herberner natürlich. Schießt einmal bitte auf die hinteren. Ja Leute, ich weiß nicht, ob das so schlauer von euch, dass ihr euch da so aufgesplittet habt. Aber macht man ruhig. Nur kein Problem damit. Ich sehe gar nichts hier. Nochmal Plänkler, okay. Greift die auch noch an. Verstanden! Verstanden! Erstmal meine Kavallerie da rausziehen. Ihr überrennt die da bitte einfach. Irgendwo hier verfolgen mich freie Herberner. Wir mit meinen Reitertruppen drauf. Okay, hat sich schon erledigt. Ja, die lief noch etwas besser als die andere Schlacht. Da lebt fast gar nichts mehr von denen. Ich denke, die könnte ich vielleicht mit einem Mal so gleich abcashen. Na, wir flüchten auch. Soldat, plus 2 Hingabe, 10% Angriffsbonus für alle Einheiten. Okay. Das wäre natürlich nicht schlecht. Oder eben Kommandant. Der Soldat kennt die Welt und was noch wichtiger ist, seinen Platz darin. Jo, das nehmen wir doch mal. 10% Angriffsbonus. Würde ich jetzt nicht als so verkehrt betrachten. Die müssen jetzt aber trotzdem sterben, auch wenn die hier auf dem anderen, auf dem Germanengebiet sind. Ich weiß, dass es unerlebtes Betreten ist. Wahrscheinlich habe ich gleich irgendwie 3 neue Kriege dadurch am Hals. Ich gehe ja auch schon wieder. So, die sollte doch hier oben irgendwo Stellung beziehen. Damit ich das da im Auge behalten kann. So, dann geht's weiter. Wir haben ein paar haben wir noch vor uns. Und zwar die Raurika-Rebellen. Oh, die sind deutlich besser ausgerüstet scheinbar. Haben die viele Kavallerie? Angeblich bin ich unterlegen. Ich werde das trotzdem probieren. Also die haben, sind irgendwie hier schon irgendwie gestählt, warum auch immer. In der normalen Hauptkampagne gab es irgendwie eine ganz ähnliche, wie soll man sagen, Mission oder ein ähnliches Ereignis. Das war dann eben der Bürgerkrieg irgendwann, wenn man die anderen Mächte im Senat, hier habe ich ja die alleinige Gewalt über den Senat oder in meiner Provinz,
Wenn man da die Anamächte im Senat zu sehr angepisst hat irgendwann und zu mächtig geworden ist, also seine eigene Familie, haben sie irgendwann die anderen Familien gesagt, okay, wir machen jetzt Bürgerkrieg, haben sich gegen einen verbündet und dann ja, sind sie eben gegen einen in den Kampf gezogen. Alle. Und das war dann ganz schön unangenehm meistens. So, wir haben den Feind hier vor uns. Und hier drüben auch noch ein Teil. Plänkler und Stammeskrieger. Ja, das ist die Frage. Also es gibt zwei Übergänge scheinbar. Also zwei Furten. Also wenn das ist eine Map, die ich noch nie gespielt habe, finde ich gerade ganz, ganz geil. Das ist hier. Also eine Furt, wo ich hier rüber kann. Hier hinten die zweite. Okay. Okay, okay. Wie machen wir das jetzt? Stammeskrieger und hier ist eine ganze Kavallerie. Ich denke, ich werde meine Kundschafter als zwei definieren. Verwirrt euch zum Keil! Jetzt! Aber die kann ich hier hinten schlecht gegen die Stammeskrieger antreten lassen. Zumindest nicht alleine. Langbogenjäger! Die Langbogenjäger stellen wir mal dahin. Und davor die Kameraden. Definieren wir das mal so. Das so, das so. Okay. Und ich denke, da können wir auch noch zwei. Warum steht jetzt wieder alles da? Ach, wird hier noch zugehören, verdammte Scheiße. So. Ja, ist gerade ein kleiner Krampf, aber Geduld. Ich arbeite daran. Willst du mich verarschen? Zwei ist irgendwie von der Eins abge. Also nicht trennbar. Wie ihr sagt! Machen wir es halt manuell. Starten das Gefecht. So. Um genau zu sein, möchte ich eigentlich, dass hier meine Langbogenschützen auf jeden Fall Feuerpfeile auf die Plänkler schießen. Damit der Rest meiner Truppe da übersetzen kann. Ihr doch nicht. Oh, Leute. Hier zurück, bitte. Zurück. Hoffen wir mal, dass wir hier die Kavallerie mal unter Beschuss nehmen können, bevor die überhaupt hier irgendwie ankommen.
Großteil davon hat jedenfalls gerade ganz schön gelitten schon. Und hier hoffen wir einfach mal, dass meine Legionäre keinen Scheiß spawnen, wie sie es gerade machen. Es wäre nett, wenn die einfach mal nicht da irgendwie komisch rumpimmeln würden. Oh Mann. Berittene Kundschafter! Okay. Also seine Kavallerieattacke ist schon mal hier kläglichst gescheitert, hier hinten. Das heißt, hier können wir jetzt auch vorrücken. Greift die leichte Kavallerie da bitte an, sobald ihr die irgendwie seht. Mein General könnte sich ruhig mal nach da vorne begeben, um seinen Moralboost auszuspielen. Von alleine gehen jetzt dann drüben. Ja, und hier wird es jetzt interessant.